Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ihr seht ja, ich bin mit der kleinen Rita. Ich bringe sie nämlich gerade zu einer Geburtstagsparty in Zwickau. Also das ist ein Einkaufszentrum bei uns, im Baumhaus. Kann man seine Kinder abgeben, wenn man in Ruhe einkaufen will. Oder dann werden auch Geburtstagsfeiern organisiert. Und die Luisa ist heute zu einer eingeladen. Eigentlich wäre die Lara auch mit dabei, aber die Lara ist noch ein bisschen krank. Ich glaube, ich sehe schon deine Freundinnen. Gehen wir mal hin und ich werde mir dann so ein bisschen hier die Zeit vertreiben. Die kleine Luisa habe ich jetzt abgegeben und ich werde mir jetzt ein Plätzchen suchen. Ich habe nämlich zum 16 Uhr einen Zoom-Termin mit einer Teampartnerin und eine Mama, die auch jetzt dabei ist, hat mir erzählt, dass es angeblich hier irgendwo so Räumlichkeiten gibt, wo man sich da hinsetzen kann zum Arbeiten. Cool, also ich wusste das jetzt nicht und wenn das wirklich gibt, dann werde ich das aussuchen. Wenn nicht, setze ich mich einfach in irgendein Café. Ich habe meine AirPods dabei. Voll crazy, was es hier gibt. Es gibt hier sogar eine Yoga-Lounge. Yoga-Lounge und es ist jetzt niemand drinnen, aber vielleicht kann man das buchen oder es werden Yoga-Unterrichtseinheiten hier gehalten. Voll cool, es ist alles neu, ich war schon länger nicht mehr hier. Crazy! Ich habe mich jetzt hier in Sigafredo gesetzt, wie ihr sehen könnt, weil wegen dem Logo. Ich habe leider diesen Raum nicht gefunden, diesen Business-Raum. Ich habe mich jetzt hergesetzt, habe mir einen Cappuccino bestellt und so süß. Ich war kurz herumspazieren und da habe ich draußen so Mädels, also die haben mich angesprochen, ob ich YouTube mache und wollten dann ein Bild machen. Das ist immer ultra süß und so crazy einfach, dass man immer wieder random auf der Straße erkannt wird. Wenn ihr das seht, Hallöchen, ich freue mich, dass wir ein Bild gemacht haben. Ich warte jetzt noch auf meine Zoom-Partner, dass die hier in den Zoom einsteigen. Bin noch alleine. Ich bin jetzt fertig mit meinem Zoom und werde jetzt ein bisschen was für mich bummeln. Also ich brauche ein paar Sachen und werde mal hier im H&M schauen. Ich stehe nämlich kurz davor. You see H&M, da drüben ist Brückenkloppenbrück und Only. Aber zuerst schaue ich mal zum H&M. Ich brauche ein paar Sachen für mich und wir schauen uns mal an, was es hier gibt. Ich habe hier mal das erste Teil an. Es ist so eine kurze Hemd. Ich habe nur Angst, wenn man das zu hoch hebt. Ist so bauchfrei. Aber wenn man da so die Hand hebt, also das könnte ich nicht so ohne nichts drunter anziehen. Schaut irgendwie cool aus. So, mein Style, so oversized. Schaut irgendwie cool aus. Ich bin nämlich bei einer Babyparty eingeladen und ich muss entweder weiß, creme, beige oder rosa anziehen. Deswegen habe ich mal das und das mitgenommen. Mal gucken. Ich glaube, ich nehme dieses Hemd. Ja. Das Hemd habe ich jetzt gekauft. Ich hatte ja da noch diesen pinken Pullover, habe ich den euch gezeigt? Ich glaube, oder? Und den habe ich nicht mitgenommen. Der angezogen, nicht gut ausgeschaut. Auf jeden Fall habe ich mal dieses Hemd. Das schaut doch ganz süß aus. Und ich wollte halt auch was kaufen, was ich auch noch so auf Events oder sonst irgendwie privat anziehen kann. Und der rosane Pullover ist jetzt nicht so meine Farbe. Ja, jetzt bin ich im Only und schauen wir mal, was da gibt. Habe ich nichts gefunden. bin dann dann gleich die Luisa abholen gegangen. Ihr könnt sie nicht sehen, weil es dunkel ist. Da ist sie da hinten. Und ja, ich habe sie abgeholt und jetzt muss ich noch kurz was einkaufen. Aber Zahnpasta und Windeln. Und nicht nur, sondern der Papa will, dass ich irgendwas für seine Tante kaufe. Katzenfutter und irgendwas zum Naschen. So, deswegen fahren wir los, weil in einer Stunde sperren die Geschäfte zu. Wir zwei Hübschen gehen jetzt noch einkaufen. Ich habe die Luisa im Einkaufswagen platziert. Magst du drücken? Sehr gut. Oh, rein mit uns. Drückst du auf den grünen? Yes. Sehr gut. Lange. Dream Team. Was? Wir sind schon da. Mit unserem Einkauf sind wir auch schon fertig. Wir fahren mit den magischen Rolltreppen, wo man den Wagen nicht halten muss. Luisa war ganz begeistert, oder Luisa?
Du warst sehr brav. Pass auf hinter dir. Du bist immer brav, oder? Weiß ich doch. So, wir müssen nach hinten. Ja. Kleiner Einkauf ist fertig. Achso, ich dachte, ich habe keine Mini gekauft. Hab sie nur unten hingestellt. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Hause. Und ja, Papa war heute mit den anderen zu Hause. Den Einkaufswagen einhändige schieben ist ein bisschen anstrengend. Deswegen, ciao. Bin jetzt zu Hause angekommen. Michelle ist im Stress, weil sie geht jetzt mit Papa ins Kino. Das mache ich noch, dass ich dreimal anfache. Ja, einfach ein bisschen helfen beim Aufräumen, wenn ich euch den Tisch zeige, Leute. Kippt hier um. Guckt euch das an. Was ist hier passiert? Ja, ich bin auf jeden Fall in der Küche am Kochen und bei uns schaut es aus, weil... Also ich will ja jetzt nicht den Papa, wenn du dieses Video schneidest, ja, und du das hörst und siehst. Aber mein Mann liebt es, Sachen irgendwo abzustellen. So random, einfach hingeschmissen. Und ich bin dann die, die immer es wegmacht, leerräumt, aufräumt. Und dann so eine Woche später schaut es genau wieder so aus. Ja, bevor die Michelle jetzt aber ins Kino huscht, habe ich sie gebeten, ein bisschen mir zu helfen, weil ich muss gerade Essen kochen. Der Papa hat nämlich Bolognese gemacht. Ich zeige euch kurz die Bolognese. Das ist die Bolognese von Papa. Er hat das Fleisch anbrennen lassen. Das kann man natürlich... Natürlich bist du schuld, ja, Papa hat mir Michelle schuld gegeben. Und dementsprechend muss ich einen Ersatz kochen. Ich tue gerade Zwiebel anschwitzen, weil ich mache Baked Beans. Und ja, wenn ihr das riechen könntet, I'm loving it. Wie, du bist fertig? Ja, was soll ich noch machen? Bitte räum die Fanta-Flaschen weg. Wohin? In den Kühlschrank ist kein Platz mehr. Ja, nicht in den Kühlschrank, aber in deinem Vorraum oder so, please. Hä? Sind doch noch also Fanta, ich dachte, die anderen. Warum ist diese Flasche offen? Das ist nervig. Ich mache jetzt in die Bohnen so Speck rein. Das sind so Tiroler Schinkenspeck. Und ich zeige euch kurz, das sind so Würfel. Das kippe ich da jetzt über die Zwiebel rein, schwitze ich ganz kurz mit an. Das schaut jetzt so aus. Kann leider nicht so gut filmen wegen dem Dampf. Aber look, look how nice. Yummy. Ja, der schwitze ich jetzt. Hä? Randalierst du? Schaut mal, was ich da gerade rausgezogen habe. Natürlich off-camera, weil das ist ein bisschen privat, gell, Luisa? Und die kleine Luisa, der hat schon länger gewackelt, oder? Und jetzt ist er draußen. Kommt heute die Zahnfee? Freust du dich? Nicht? Schaut mal, wie die Luisa jetzt aussieht. Jetzt hat sie hier zwei Lücken. Der ist vor kurzem rausgefallen, jetzt auch noch die andere Seite. Leute, ich liege schon im Bett, habe mich abgeschminkt und meine Stimme ist ein bisschen rauer geworden. Mir geht's immer in der Früh und am Abend schlecht. Also ich bin ja immer noch ein bisschen krank. Also krank, ich kann es gar nicht mal krank nennen, sondern ich wache einfach mit Halsschmerzen auf. Dann habe ich diesen komischen Husten, der nicht wirklich ein Husten ist, sondern keine Ahnung. Dann, und Kopfschmerzen habe ich in der Früh. Ja, und am Abend. Und jetzt ist mir auch irgendwie schlecht. I don't know. Das Essen war übrigens gut, das habe ich gar nicht mehr gefilmt. Ja, war lecker. Wir haben es gegessen. Und ja, dann habe ich Luisa ihren Zahn gezogen, das habt ihr ja gesehen. Ja, ich werde auf jeden Fall mich jetzt vom Vlog verabschieden, mich ein bisschen ausruhen. Vielleicht schaue ich ein bisschen fern oder so. Die Kinder sind noch im Wohnzimmer. Papa und Michelle sind auch gerade vom Kino gekommen. Die haben sich nämlich was angeschaut. Smile 2 hat so... Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so diese Grusel... Ich mag keine Horrorfilme. Also, es geht, ja. Aber der Papa schaut das total gerne und Michelle auch. Deswegen gehen die zwei und schauen sich immer Horrorfilme im Kino an. Und wenn die Michelle und ich mal so einen Sneaky-Film anschauen wollen mit Love Stories oder so, dann gehe ich mit ihr ins Kino. Ja gut. Danke, dass ihr euch wieder diesen Vlog angeschaut habt. Ich werde demnächst ein Haul posten. Also es ist kein Food-Haul. Food-Haul ist auch geplant. Ja, ja. Aber wir waren noch schon länger jetzt nicht mehr groß einkaufen, sondern immer nur so ein bisschen was. Dementsprechend, aber das kommt noch. Aber ich habe einen Adventkalender-Unboxing. Ist kein Haul, genau. Ist ein Adventkalender-Unboxing. Das wird als nächstes Video kommen. Und ich hoffe, ihr seid gespannt. Ja. Danke, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.